Willkommen zu unserer aufregenden Entdeckungsreise. Glaubst du, dass es Engel im echten Leben gibt? Ein seltsamer Anblick erschien am Abendhimmel, der die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich zog. Mitten in einem wunderschönen Sonnenuntergang erschien eine Wolke in Engelsform. Jeden Tag schauen viele Menschen zum Himmel auf und hoffen, Trust, Ideen oder eine kleine Überraschung zu finden. Aber was passiert, wenn das Vertraute verschwindet und der Himmel einige seiner größten Geheimnisse preisgibt? Engel? UFOs? Außerirdische? Es gibt viele seltsame Dinge, die nur darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Lassen Sie uns in diesem Video die Wahrheit hinter einigen der seltsamsten Dinge erforschen, die tatsächlich am Himmel gesehen wurden. Ungewöhnliche Himmelsereignisse. In Rio de Janeiro, Brasilien, ereignete sich etwas unglaublich Bizarres, das in die Kategorie der seltsamen Sichtungen fällt. Die Menschen waren ungläubig angesichts dessen, was sie sahen, weil es so unerwartet war. Im Juni 2015 wurden schockierte Reisende Zeuge, wie zwei menschenähnliche Wesen anmutig durch den Himmel schwebten. Diese unerklärlichen Wesen verschwanden nach kurzer Zeit. Nun fragten sich einige, ob es sich bei diesen Wesen tatsächlich um göttliche Interventionen handelte, angesichts der ermutigenden Zeichen und Wunder, über die die Menschen zuvor gesprochen hatten. Die unerwarteten Entwicklungen deuteten auf eine Reihe göttlicher Ereignisse hin, die nicht zufällig zu sein schienen. Eine weitere seltsame Sichtung, die für Gesprächsstoff sorgte, ereignete sich in der Nähe in der Mongolei. Zeugen beobachteten ein bizarres Wesen, das am Himmel flog. Es schien eine Kreuzung aus einem chinesischen Drachen, einem Krokodil und einer Schlange zu sein. Die Menschen in der Gegend begannen, darüber zu reden. Einige glaubten, es handle sich um einen mythischen chinesischen Drachen. Andere dachten, es könnte ein prähistorischer fliegender Dinosaurier aus der Zeit vor Millionen von Jahren sein. Diese Sichtung in der Mongolei wurde durch die Kombination aus prähistorischen Arten und alten Geschichten noch seltsamer, sodass sich viele fragten, was sie da gerade gesehen hatten. Währenddessen wurde der Alltag eines Paares im geschäftigen Shanghai von etwas Außergewöhnlichem unterbrochen. Sie bemerkten einen fliegenden Außerirdischen, als sie Selfies machten. Sie verloren keine Zeit und gingen nach draußen, um Bilder von der ungewöhnlichen Kreatur zu machen. Sie ähnelte den imaginären Zergs aus dem bekannten Videospiel StarCraft und hatte einen seltsam verdrehten Schwanz. Die Zergs aus der Science Fiction sind aufgrund ihrer schnellen genetischen Anpassung, ihrer Schwarmtaktik und ihrer schnellen Vermehrung furchterregende Feinde. Aufgrund dieser überraschenden Begegnung begannen die Menschen sich zu fragen, ob das plötzliche Auftauchen von insektenähnlichen Außerirdischen in Städten echt oder nur Fiktion war. Diese seltsamen Sichtungen, die von himmlischen Wesen in Brasilien über legendäre Tiere in der Mongolei bis hin zu außerirdischen Wesen in Shanghai reichen, tragen zu der wachsenden Zahl unerklärlicher Vorkommnisse bei. Wenn das noch nicht schockierend genug ist, werfen Sie einen Blick auf diese nachfolgende Sichtung. Ein Engel oder eine außerirdische Täuschung? Im warmen Monat, August des Jahres 2019, geschah am ruhigen Himmel von Nebraska etwas wirklich Überraschendes, das die Menschen verwirrte. Ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch, blickte auf und sah eine Gestalt, die aussah wie ein Mann, der eine Treppe aus Wolken hinaufstieg. Diese magische Szene ereignete sich und erregte die Aufmerksamkeit der Menschen, die sich versammelten, um dieses außergewöhnliche Ereignis zu beobachten. Gedanken und Vermutungen wurden in der Menge geflüstert, während sie sich fragten, ob sie ein Live-Video von jemandem sahen, der sich auf die Himmelspforte zubewegte. Einige Menschen zweifelten und fragten sich, ob das, was sie sahen, echt war. Aber für viele hatte dieses seltsame Ereignis eine klare und besondere spirituelle Bedeutung. In einem anderen Teil des Landes traute ein Einwohner von South Carolina im Oktober 2016 seinen Augen nicht, als er in den Himmel blickte. An einem klaren Tag tauchte aus dem Nichts eine himmlische Wolke auf, die nicht dem entsprach, was die Menschen vom Wetter erwarten würden. Es war nicht irgendeine Wolke, sondern sie nahm die Form eines Engels an. Der Mann aus South Carolina fühlte sich dazu gedrängt, seine außergewöhnliche Erfahrung zu teilen, und erzählte, dass er tagsüber etwas Göttliches gesehen hatte. Die Wolke bildete sich plötzlich, hob sich von ihrer Umgebung ab und trug zum Geheimnis dieses himmlischen Ereignisses bei. Einige dachten, es sei ein Zeichen einer höheren Macht, während andere über die mögliche Beteiligung außerirdischer Wesen spekulierten. Unter diesen unterschiedlichen Standpunkten blieb das Geheimnis bestehen und ließ die faszinierende Möglichkeit offen, dass alles ein kosmischer Zufall sein könnte.
Um nicht von den himmlischen Wundern ausgeschlossen zu werden, hatte Texas seine eigene Begegnung mit dem Mystischen. An einem Tag, an dem die Wolken den Himmel malten, entdeckte ein Mann aus Texas eine weiße Engelsgestalt am Himmel. Zunächst hielt man sie für einen seltsamen Teil des Wolkenmusters, doch bald offenbarte sich die Gestalt. Der Mann wollte diesen himmlischen Anblick unbedingt festhalten und zoomte auf die ätherische Gestalt. Zu seiner Überraschung zeigte das gezoomte Bild eine greifbare Gestalt, die auf den Wolken stand und einem schneebedeckten Berggipfel ähnelte. Sie glauben, Sie haben schon alles gesehen? White gefehlt. Der Himmel hält noch mehr Überraschungen für Sie bereit. Schutzengel auf einem Foto. Während einer Rückreise von Washington. D.C. passierte einem 7-jährigen Jungen mit Down-Syndrom, der nicht viel spricht, und seiner Mutter etwas ganz Besonderes. Während er mit dem Handy seiner Mutter spielte und während des Fluges Fotos machte, hielt der Junge versehentlich etwas Seltsames fest. Auf einem Foto, das aufgenommen wurde. Als das Flugzeug beim Start wackelte, war eine helle Gestalt zu sehen, die dem Schutzengel, an den seine Mutter glaubte, sehr ähnlich sah. Dieser unerwartete Moment machte aus einer gewöhnlichen Flugreise eine wirklich wichtige für die Mutter und ihren Sohn. Was dies noch unglaublicher machte, war, dass der Junge die einzigartige Fähigkeit, Handlungen kommuniziert, machte diese Begegnung den Glauben seiner Mutter an den Schutzengel auf berührende Weise real und verband ihn mit dem Irdischen und Göttlichen. Im März 2020 erlebten Teile Chinas ein seltsames und weit verbreitetes himmlisches Schauspiel. Selbst während der pandemiebedingten Ausgangssperren gingen die Menschen nach draußen, um etwas zu sehen, das wie Engel am Himmel aussah. Diese Figuren verharrten regungslos über den Wolken und sorgten für Verwirrung, Überraschung und viele Spekulationen. Einige dachten, es handele sich um eine von der Regierung inszenierte Show, um die Stimmung der Menschen zu heben, während Wissenschaftler meinten, es könnte eine seltsame Art der Wolkenbildung sein. Dieses Ereignis löste Diskussionen über die Vermischung von übernatürlichen und wissenschaftlichen Dingen aus. Einige hielten es für ein Wunder, während andere nach logischen Gründen für dieses himmlische Schauspiel suchten. Egal, woran die Menschen glaubten. Jeder, der es sah, war tief beeindruckt. Die Vorstellung von Engeln am Himmel, ob als Zeichen der Hoffnung oder einfach nur als seltsame Wolken, brachte die Menschen dazu, über die Geheimnisse über uns nachzudenken und Glauben mit Wissenschaft zu verbinden. Lassen wir nun die Diskussion über Engel hinter uns und betrachten ein weiteres überraschendes Ereignis am Himmel. Alte Wunder am Himmel. Im September 2015 geschah in Boise, Idaho, etwas Ungewöhnliches. Es ist eine Erinnerung, die den Menschen dort lange in Erinnerung blieb. Aus dem Nichts erschien ein mysteriöses, fliegendes Wesen, das wie ein alter Flugsaurier aussah, am Himmel. Dieses Wesen, von dem man annimmt, dass es vor Millionen von Jahren verschwunden ist, glitt anmutig mit weit ausgebreiteten Flügeln über die Stadt, als wäre es ein Wächter aus prähistorischen Zeiten. Die Menschen trauten ihren Augen nicht und ihre Fantasie begann zu spielen. Sie stellten sich alles Mögliche vor von diesen Kreaturen, die sich im Tiefschlaf befanden, bis hin zu solchen, die sich an geheimen Orten auf der Erde versteckten. Obwohl es ein seltsamer Anblick war, konnten Wissenschaftler nicht genügend Beweise finden, um die Existenz lebender Flugsaurier zu bestätigen. Die Frage, ob diese uralten Kreaturen noch existierten, blieb ein Rätsel. Diese Sichtung machte die Menschen nicht nur neugierig, sondern führte auch zu lebhaften Debatten über die Geheimnisse der Natur. Der Himmel über Boise wurde zu einer Leinwand, auf der man davon träumte, ausgestorbene Arten zurückzubringen. Wir fragten uns, ob sich die Vergangenheit auf magische Weise mit der Gegenwart vermischen könnte. Am 26. Juli 2013 in Grand Falls, Kanada, bot der Himmel seine eigene Show. Ein starker Wind fegte durch die Wolken und formte sie zu einem gigantischen Gesicht mit Augen und Nase. Es war wie ein atemberaubendes Gemälde am Himmel. Diese massive Wolkenformation, die wie ein riesiges Foto aussah, eroberte die Herzen derer, die sie sahen. Videos von diesem Anblick verbreiteten sich schnell im Internet und ließen die Menschen über das Kunstwerk der Natur staunen. Die Menschen fragten sich, ob dieses himmlische Meisterwerk das Werk eines verspielten Himmelsnarren war oder ob die Natur einfach nur ihr künstlerisches Talent mit Wolken unter Beweis stellte. Es zeigte uns, dass der Himmel zu einer Galerie sich ständig verändernder Kunst werden kann. Aber nicht alle Himmelsereignisse sind launisch. In New York ereignete sich ein weiterer seltsamer Vorfall über der Skyline, der für Besorgnis sorgte.
In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse sahen die New Yorker während des Sonnenuntergangs eine schattenhafte Szene. Es sah aus, als würden Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von gespenstischen Gestalten über dem berühmten Empire State Building hängen. Das Stadtbild verwandelte sich in etwas aus einer Gruselgeschichte, das auf eine Katastrophe hindeutete, die viel Schaden anrichten könnte. Aus Sorge um die Sicherheit aller beschlossen die Behörden, das Empire State Building früher als üblich zu schließen. Glücklicherweise bewahrheiteten sich die düsteren Vorhersagen nicht und die Stadt blieb von der schrecklichen Prophezeiung der mysteriösen Wolke verschont. Wenden wir uns nun der gespenstischen Erscheinung zu, die hoch am Himmel schwebte. Himmlisches Pferd und humanoide Kreatur. Im Dezember 2019 ereignete sich am Himmel ein außergewöhnliches und unheimliches Schauspiel, das von einer unbekannten Quelle aufgenommen und auf YouTube geteilt wurde. Das Video zeigte eine Gestalt, die einem Pferd ähnelte und gespenstisch hoch über den Wolken schwebte. Was die Zuschauer verblüffte, war das Fehlen von Flügeln an der pferdeartigen Silhouette. Als sich die Wolken teilten, tauchte eine zweite mysteriöse Gestalt auf, die die Form eines Menschen annahm, der aus den wogenden Wolken geformt wurde. Die Spekulationen nahmen Überhand. War es ein gespenstisches Pferd, das durch den Himmel streifte, oder vielleicht ein engelhaftes Wesen, das die Normen des irdischen Verständnisses in Frage stellte? In einem anderen Teil der Welt stieß ein Paar, das Mary Hill in Glasgow, Schottland, besuchte, auf ein weiteres unerklärliches Phänomen. In der Ferne wurden sie Zeuge eines fliegenden Humanoiden und konnten den bizarren Anblick auf Film festhalten. Zunächst hielten sie es für einen möglichen Wetterballon, doch die seltsame Form zerstreute schnell diese Vorstellung. Aufgrund seiner Größe war es keine Drohne, was wiederum an ein UFO denken ließ. Als sich das Objekt jedoch näherte, benutzte das Paar ein Fernglas und stellte erstaunt fest, dass es sich um eine humanoide Form mit erkennbarem Kopf, Armen und Beinen handelte. Dieser verblüffende Vorfall ließ die Zeugen über die mögliche Wiederkehr Christi nachdenken, da die humanoide Gestalt konventionellen Erklärungen trotzte, während sie auf mysteriöse Weise am Himmel schwebte. An den Küsten Chiles wurden Strandbesucher durch die Anwesenheit einer riesigen und unbekannten Kreatur aufgeschreckt, die knapp über dem Meer schwebte. Die kolossale Gestalt weckte den Glauben, dass es sich um die Wiederkehr Jesu Christi handeln könnte. Während einige an dieser unbestätigten Spekulation festhielten, schlugen Wetterexperten eine alternative Erklärung vor und meinten, es könnte sich um eine mächtige Wasserhose handeln, die sich in einen Tornado verwandelt hatte, aber nicht auf dem Land aufschlug. Dennoch hielten abweichende Meinungen an, wobei einige die kolossale Gestalt als prophetische Botschaft, als himmlisches Zeichen, das auf eine bevorstehende Katastrophe hindeutete, interpretierten. In der Zwischenzeit könnte die nächste Offenbarung ihre Wahrnehmung dessen, was dort oben möglich ist, neu definieren. Japans unidentifizierte hochfliegende Anomalie. Im August 2018 ereignete sich am Himmel über Kumamoto, Japan, etwas Außergewöhnliches. Stellen Sie sich vor, eine Person in einem Flugzeug schaut aus dem Fenster und sieht etwas Riesiges, wie ein Gebäude, das in einer Höhe von mehr als 10,660 Metern zwischen den Wolken schwebt. Dieses seltsame Ereignis wurde von der Kamera eines Passagiers eingefangen und zeigt ein riesiges Ding, das keinen Sinn ergab. Zunächst dachten Experten, es könnte sich um Vulkanasche handeln, aber diese Idee hielt nicht stand, da es in dieser Gegend in letzter Zeit keine vulkanische Aktivität gegeben hatte. Noch seltsamer war, dass sich dieses riesige Ding, das aussah wie ein Wolkenkratzer, der einfach am Himmel schwebte, überhaupt nicht bewegte. Es gab keine Anzeichen von Rauch oder etwas, das normalerweise mit Vulkanasche einhergeht, was die Möglichkeit eines Streichs ausschließt. Diese Sichtung brachte alle zum Reden und zum Grübeln. Was in aller Welt das sein könnte? Menschen, die den Himmel studieren, haben Schwierigkeiten, es herauszufinden. Das riesige Ding blieb einfach dort, wie ein Rätsel, das niemand lösen konnte, und machte uns klar, dass es so vieles am Himmel gibt, das wir immer noch nicht verstehen. Nun geschah in Singapur auf seltsame Weise etwas anderes Seltsames. Stellen Sie sich eine Familie vor, die ein Picknick am Strand macht und plötzlich einen riesigen Drachen am Himmel entdeckt, viel zu nah an einem aufkommenden Gewitter. Drachen sind Wesen, über die wir normalerweise in Geschichten lesen, nicht etwas, das wir erwarten, in der Realität zu sehen. Die Leute dachten, es könnte sich um eine Requisite aus der berühmten Fernsehserie Game of Thrones handeln. Aber diese Idee wurde verworfen,
als offiziell bestätigt wurde, dass es nicht wahr ist. Dennoch blieb das Rätsel um den Drachen bestehen. Und einige fragten sich, ob er Teil eines Filmtricks war oder einfach nur dazu diente, uns zu überraschen und zu unterhalten. Aber seien wir ehrlich, Drachen im 21. Jahrhundert sind ziemlich unglaubwürdig. Selbst nach sorgfältiger Prüfung haben wir immer noch keine konkreten Antworten darauf, woher dieser Drache kam oder ob das Ganze nur erfunden wurde. Das Rätsel um diese seltsamen Himmelserscheinungen bleibt also weiterhin ungelöst. Gespenstische Gesichter und geheimnisvolle Geräusche. Manchmal wird unsere Welt ein bisschen seltsam, als würde ein Film zum Leben erweckt. Es ist, als würde die Realität selbst uns etwas Magisches zeigen, sodass es schwer ist zu sagen, was real ist und was nur eine Geschichte. Stellen Sie sich Folgendes vor. Im Januar 2012 sah eine Person in der Slowakei etwas wirklich Seltsames. Die Wolken am Himmel bildeten ein gruseliges Gesicht, wie in einem Horrorfilm. Die Person hörte sogar mysteriöse Geräusche, die zur seltsamen Atmosphäre beitrugen. Die Nachbarn bekamen Angst und fuhren in ihren Autos davon, weil sie dachten, dass etwas Schlimmes passieren würde. Die Menschen waren in diesem Jahr bereits nervös und dachten, dass es eine Zeit großer Veränderungen sein könnte. So fragte sich die ganze Gemeinde, was es mit den seltsamen Dingen am Himmel auf sich hatte. In einer anderen Geschichte, die an einen Heldenfilm erinnert, ereignete sich im September 22 etwas Ähnliches. Eine Person in einem Flugzeug sah ein riesiges Objekt am Himmel, das aussah wie ein Objekt aus dem Film The Man of Steel. Dieses riesige Ding befand sich unter dem Flugzeug, aber jeder konnte es sehen. Es war so groß, dass es die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Aber dann verschwand es und hinterließ die Menschen neugierig. Niemand weiß, was es wirklich war. Und seine Identität bleibt ein Geheimnis. In Westaustralien gab es ein weiteres mysteriöses Ereignis, das sich wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film anfühlte. Während eines Gewitters bemerkte jemand eine seltsame, grünliche Wolke am Nachthimmel. Sie sah nicht wie etwas Normales aus, und die Leute begannen zu rätseln, was es sein könnte. Einige dachten, es könnten Menschen sein, die versuchen, das Wetter zu kontrollieren. Oder vielleicht ein UFO, das versucht, etwas weit wegzubringen. Die Sichtung fügte den Geschichten über seltsame Dinge am Himmel, über die die Menschen seit vielen Jahren sprechen, etwas hinzu. Halten Sie sich fest, der Himmel bietet einige wirklich seltsame Anblicke, und es sind nicht die üblichen Wolken und Vögel. Seltsamer Fall von Roystons UFO. In der ruhigen Landschaft von Royston, Hertfordshire, wurde ein gewöhnlicher Familiencamping-Ausflug zu etwas Außergewöhnlichem, als sie etwas Seltsames am Nachthimmel sahen. Plötzlich tauchte ein mysteriöses Flugobjekt auf und überraschte die Camper. Es war nicht nur ein gewöhnlicher Anblick am Himmel. Es hinterließ eine helle Lichtspur, während es sich auf eine Weise bewegte, die unmöglich schien. Das seltsame Objekt, das von den Zeugen beschrieben wurde, hatte einen langen, hellen Schweif, der wie ein Komet aussah, sich aber auf eine Weise bewegte, die auf der Erde keinen Sinn ergab. Die Familie war von diesem unerwarteten Ereignis völlig überrascht und konnte nicht aufhören, das surreale Schauspiel über sich zu bestaunen. Das UFO bewegte sich auf eine Art und Weise, die wie geplant wirkte, wie ein Tanz am Nachthimmel. Das Schauspiel dauerte jedoch nicht lange. Im Handumdrehen verschwand das unidentifizierte Objekt am weiten Nachthimmel und hinterließ bei der Familie viele Fragen. Das mysteriöse Verschwinden machte die ohnehin schon rätselhafte Begegnung noch interessanter und ließ die Familie fragen, ob das, was sie gesehen hatten, real war. Als sich die Nachricht von der seltsamen Sichtung in Royston verbreitete, wurde sie zu einem großen Gesprächsthema unter Einheimischen und Skeptikern. Einige dachten, es handele sich nur um ein Kunstflugzeug und erklärten den hellen Schweif als Teil einer besonderen Show. Aber diejenigen, die es sahen, waren sich sicher, dass es nicht normal war. Ihrer Meinung nach tat das UFO Dinge, die keine von Menschenhand geschaffene Technologie tun konnte, und forderte die Skeptiker heraus, noch einmal darüber nachzudenken. Die Diskussion über den Vorfall wurde intensiver, und die Menschen nannten ihn vor laufender Kamera einen paranormalen Gerichtshof. Das Rätsel rückte in den Mittelpunkt, und die unterschiedlichen Meinungen schürten Spekulationen darüber, was der fliegende Besucher wirklich war. War es wirklich ein UFO aus einer anderen Welt, das der Erde einen anmutigen Besuch abstattete? Oder war es ein gut geplanter Stunt, der Verwirrung stiften sollte? Das Interesse an der UFO-Sichtung in Royston wurde zu einem großen Thema, ohne dass eindeutige Beweise die Debatte beilegen konnten. Das Fehlen einer eindeutigen Antwort
ließ viel Raum für Spekulationen und Fragen über das Geschehene. Der Vorfall weckte nicht nur das Interesse der Menschen an der Vorstellung von Besuchern aus dem Weltraum, sondern brachte sie auch dazu, über die Geheimnisse nachzudenken, die möglicherweise jenseits dessen liegen, was wir verstehen können. Nun, der Himmel hat mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick sieht. Oxborough's Mysteriosa Himmelsschau. In der Welt der seltsamen Dinge ereignete sich am 15. März 2020 etwas wirklich Seltsames. Und alles spielte sich in den sozialen Medien ab. Eine Person postete auf Facebook ein Video, das etwas wirklich Seltsames zeigte. Eine riesige Ente mit leuchtenden Augen, die am Himmel schwebte. Die Augen waren so geheimnisvoll, hinter Wolken verborgen, dass viele Menschen sich sowohl beunruhigt als auch fasziniert fühlten. Der Livestream dieses bizarren Anblicks wurde mehr als 75.000 Mal angesehen. Als die Menschen im Internet anfingen, Nachforschungen anzustellen, entdeckten sie die Wahrheit über diesen seltsamen Vorfall. Es stellte sich heraus, dass das Video nichts Übernatürliches einfing. Stattdessen handelte es sich um ein altes Video, das von einem Designer und Programmierer namens McClan erstellt worden war. Die riesige Ente und ihre leuchtenden Augen waren nur kreative visuelle Effekte. Und es gab keinen Grund, sich vor irgendwelchen geisterhaften Ereignissen zu fürchten. Diese Enthüllung ließ alle wissen, dass das, was so unwirklich schien, tatsächlich eine künstlerische Kreation war, was der anfänglichen Überraschung eine interessante Wendung gab. In einer Welt, in der es schwer zu sagen ist, was echt und was digitale Kunst ist, zeigte diese riesige Ente mit den leuchtenden Augen, wie kreativer Ausdruck und digitale Illusionen die Aufmerksamkeit der Menschen wirklich fesseln können. Die Online Community, die anfangs von dem seltsamen Video verwirrt war, war nun fasziniert von der Fähigkeit, die eine so ungewöhnliche und fesselnde Szene zum Leben erweckte. Nun zu einem anderen seltsamen Ereignis in Oxborough, Großbritannien. Jemand entdeckte etwas, das nicht einfach zu erklären ist. Eine Qualle am Himmel. Es mag albern klingen, aber das ist die beste Beschreibung für das seltsame Phänomen, das am frühen Morgenhimmel im November 2020 zu sehen war. Ein ganz normaler Mensch, der spazieren ging, bemerkte dieses quallenähnliche Ding, das anmutig über ihm schwebte. Gegen Mittag jedoch verschwand diese Himmelsqualle, ohne auch nur einen einzigen Hinweis zu hinterlassen. Alice was bleeb, waren die anhaltenden Gedanken an eine rätselhafte Begegnung. Zuerst dachten die Leute, es könnte ein Drachen sein. Aber weitere Untersuchungen zeigten, dass es viel größer war, als zunächst angenommen. Von Neugier getrieben beschloss die Person, die es gesehen hatte, das seltsame Flugobjekt aufzunehmen und in den sozialen Medien zu teilen, was eine Flut von Fragen und Theorien auslöste. Obwohl jeder im Internet versucht hat, es zu verstehen, sind die Identität und die Herkunft der Himmelsqualle immer noch ein großes Rätsel. Bereiten Sie sich darauf vor, von anderen unerwarteten Dingen, die in Florida durch den Himmel schweben, schockiert zu werden. UFOs oder Staatsgeheimnisse. Am geheimnisvollen Nachthimmel. Floridas geschah etwas Außergewöhnliches, das die Bewohner überraschte. Zuerst dachten die Leute, es könnte eine Flamme, ein Meteorit oder vielleicht sogar die leuchtende Spur eines UFOs sein. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine atemberaubende Lichtershow handelte, die sich unglaublich schnell bewegte. Der Himmel war mit einer Mischung aus Farben gefüllt, was alle neugierig und ein wenig ängstlich machte. Es sah aus, als hätte ein Himmelsschiff einen Schwall leuchtender Lichter ausgestoßen und einen faszinierenden, aber verwirrenden Anblick geschaffen. Dieses Ereignis erregte die Aufmerksamkeit vieler, und Wissenschaftler fragten sich, ob diese himmlische Lichtshow eine Vorführung einer riesigen Waffe sein könnte. Die mysteriöse Natur des Phänomens führte zu verschiedenen Theorien. Von SpaceX-Starts über geheime militärische Tests bis hin zur gewagten Idee einer Alien-Invasion. Da die genaue Quelle der Lichter nicht bestimmt werden konnte, waren die Menschen verwirrt. Und der Nachthimmel behielt seine Geheimnisse hinter einem Vorhang aus Spekulationen verborgen. In einer weiteren überraschenden Geschichte, die unser übliches Verständnis überstieg, stieß ein Pilot in einem Privatflugzeug auf ein schwebendes Wrack, das nicht nur die Gesetze der Schwerkraft in Frage stellte, sondern auch die Neugierde weckte, woher es kam. Entschlossen, das Rätsel zu lösen, umkreiste der Pilot die seltsamen Trümmer am Himmel, in der Hoffnung, ihre Natur oder Herkunft herauszufinden. Trotz mehrerer Überflüge blieb das Wrack ein Rätsel, das seine Geheimnisse bewahrte.
Als der Treibstoff des Piloten zur Neige ging und der Bedarf an Antworten wuchs, nahm die Situation eine noch seltsamere Wendung. Der Pilot meldete das mysteriöse Wrack schnell dem nächstgelegenen Fluglotsen, nur um zu sehen, wie es sich plötzlich in Luft auflöste. Die nicht identifizierbaren Trümmer, die der Schwerkraft zu trotzen schienen, verschwanden und hinterließen den Piloten und die Fluglotsen geschockt. Das seltsame Verschwinden führte zu Spekulationen, dass das schwebende Wrack mit UFO-Technologie in Verbindung stehen könnte. Wenn Sie dachten, das Letzte war ungewöhnlich, warten Sie, bis Sie von der neuesten Entdeckung am Himmel hören. Das seltsame Loch in den Wolken. Am russischen Nachthimmel ereignete sich am 6. Januar 2054 etwas Unglaubliches, das die Menschen an ein ähnliches Ereignis in Florida erinnerte. Dieses Mal gab es zwei Arten von hellen Dingen, die den dunklen Himmel erleuchteten. Das erste sah aus wie eine Rakete, die in den Weltraum aufstieg und sich dabei sehr schnell bewegte, wie es für Raketen typisch ist. Der Nachthimmel wurde zu einer Art wunderschöner Tanzfläche für diese mysteriösen Dinge, was die Menschen dazu brachte, sich zu fragen, auf welcher Art von Reise sie sich befanden. Vor einiger Zeit, im Jahr 2015, erregte in China etwas Seltsames die Aufmerksamkeit der Menschen. Jemand nahm ein Video von etwas auf, das aussah, als würde eine Stadt am Himmel schweben. Die Menschen fragten sich, ob es viele verschiedene Welten gab oder ob jemand einen großen Streich spielte. Aber kluge Leute sagten, es handle sich nur um eine seltene Illusion namens Fata Morgana. Sie entsteht bei besonderen Wetterbedingungen, wenn sich in der Luft unterschiedlich dicke Schichten bilden. Wenn Licht durch diese Schichten fällt, glaubt unser Gehirn, dass das Objekt höher ist, als es in Wirklichkeit ist. Das Video stellte das in Frage, was die Menschen zu wissen glaubten, und zeigte, wie das Wetter und unser Verstand Dinge anders aussehen lassen können. In einem weiteren interessanten Moment zeigte ein Video auf Facebook im Januar 2017 etwas, das wie ein Loch im Himmel aussah, wie eine sich öffnende Tür in den Wolken. Es schien seltsam, als ob etwas in der Luft weit über uns dieses seltsame Ding geschehen ließ. Auch wenn es unheimlich aussah, gab es keinen Beweis dafür, dass irgendetwas in dieses seltsame Loch hinein oder aus ihm herauskam. Die Menschen, die das beobachteten, waren besorgt und dachten an die Vorstellung eines Lochs im Himmel und vielleicht an die Ankunft von Außerirdischen. Das Video mit seinen seltsamen Bildern brachte die Menschen zum Nachdenken und vermittelte ihnen ein Gefühl der Unruhe angesichts der Mysterien über uns. Und nun kommt ein weiteres schockierendes Ereignis aus Kalifornien. Unvergessliche Himmelsgeschichten von Kalifornien bis zur Türkei. Nach den Neujahrsfeierlichkeiten 2019 geschah in Kalifornien etwas wirklich Überraschendes. Der Himmel, der normalerweise voller Wolken ist, verwandelte sich in eine Art Disco-Wolke. Es war nicht nur eine gewöhnliche Wolke, sondern wie ein magisches Gemälde am Himmel, mit vielen verschiedenen Farben, die man normalerweise nicht sehen würde. Die Wolke hatte dieses geheimnisvolle Licht, das die Farben wechselte und die Menschen dazu brachte, sich alle möglichen Dinge vorzustellen. Die Menschen auf der Straße trauten ihren Augen nicht. Das Leuchten kam nicht nur vom Himmel. Es schien, als käme das Licht tatsächlich aus dem Inneren der Wolke selbst. Dieses seltsame und schöne Schauspiel machte alle neugierig, woher es kam. Einige dachten, es könnte ein besonderes Licht sein, das in der Wolke aus einer anderen Welt versteckt war, während andere sich fragten, ob es etwas Bodenständigeres war, wie ein Hubschrauber mit bunten Lichtern oder ein Drachen mit einer leuchtenden Glühbirne. Doch dann tat die Wolke etwas Unerwartetes. Sie begann sich auf eine Art und Weise zu bewegen, die einem Tanz glich. Das Licht, von dem alle dachten, es sei in der Mitte der Wolke festgeklebt, entpuppte sich als ein Licht mit einem Eigenleben. Dieses tanzende Licht am Himmel ließ die Menschen die Idee vergessen, dass es von einem stationären Fahrzeug am Boden stammen könnte. Die Bewegung der Wolke verlieh der ganzen magischen Show am Himmel eine zusätzliche geheimnisvolle Note. Jenseits der glitzernden Disco-Wolke nahmen die Geschichten eine gruselige Wendung. Stellen Sie sich einen einsamen Abenteurer vor, der auf unwegsamen Pfaden unterwegs ist und einen dunklen Schatten entdeckt. Dieser Schatten, der einer Person ähnelt, verströmte eine gruselige Atmosphäre. Als er näher kam, wurde alles um den Beobachter herum geheimnisvoll und irgendwie beunruhigend. Die gesamte Begegnung, die von einem voll aufgeladenen Handy aufgezeichnet wurde, hörte plötzlich auf. Fast so. Als hätten unsichtbare Kräfte beschlossen, die digitale Aufzeichnung auszuschalten. Das seltsame Treffen hinterließ bei dem Mann Verwirrung und ein wenig Angst vor dem, was während seiner Offroad-Reise passiert war.
Nun springen wir in die westliche Provinz Bursa in der Türkei. Am 19. Januar sahen die Menschen dort etwas Seltsames am Himmel. Stellen Sie sich eine Wolke in Form eines Teufelsauges vor, die bei Sonnenaufgang auftauchte. Sie blieb etwa eine Stunde lang am Himmel und wechselte die Farbe von Rot zu Rosa, Orange und schließlich zu Weiß, als die Sonne darauf schien. Obwohl Wetterexperten versuchten, es zu erklären, war die Gemeinde nicht ganz überzeugt. Einige dachten, es könnte eine Warnung vor einer Naturkatastrophe sein, was sowohl Wissenschaftler als auch Einheimische verwirrte. Währenddessen tat ein Vogel am Himmel etwas ziemlich Verrücktes. Stellen Sie sich einen Astronomen vor, der bei Sonnenuntergang sein Teleskop für wissenschaftliche Zwecke aufstellt. Plötzlich sieht er einen Vogel, der das Unmögliche tut und mitten durch die Sonne fliegt, ohne Schaden zu nehmen. Es war ein so wilder Anblick, dass sich alle fragten, ob es nur ein Trick der Augen war oder ob etwas Magisches vor sich ging. Der Astronom dachte über die Grenzen des Normalen nach und fragte sich, ob er in den sonnenbeschienenen Teilen des Himmels noch mehr unglaubliche Dinge sehen könnte. Machen Sie sich bereit, einige wirklich seltsame Ereignisse am Himmel zu erleben. Das Manta Ray Wolkenphänomen. Die Menschen in Nagpur, Indien, waren von einem ungewöhnlichen Anblick am Himmel überrascht. Diese Lichtobjekte wurden beobachtet, wie sie parallel zum Boden reisten, anstatt wie typische Weltraumgesteine auf die Erde zu fallen. Anstatt abzustürzen, hinterließen sie leuchtende Spuren, die alle fragten, ob es sich um außerirdische Flugobjekte oder um gewöhnliche Raumfahrzeuge handelte. Die seltsamen Aktionen dieser fliegenden Objekte verblüfften alle und trugen zur Mystifizierung des indischen Himmels bei. Ein weiteres seltsames Ereignis am Himmel wurde von einem vorsichtigen Autofahrer beobachtet. Eine Gruppe von Wolken hatte sich auf unnatürliche Weise zusammengeballt. Sie formten ein exaktes Quadrat. Diese seltsame Beobachtung ließ die Vermutung aufkommen, dass jemand absichtlich in das Wettergeschehen eingriff. Möglicherweise durch Wolkenbildung, durch Wolkenimpfung und Chemtrails. Diese Aktivitäten können gelegentlich die Ziele der Menschen erreichen, aber auch unvorhergesehene Folgen haben, die sich auf das Ökosystem und das Wetter auswirken. Eine Familie in Japan entdeckte eine Wolke, die dichter als gewöhnliche Wolken schien und einem Mantarochen ähnelte, während sie in einem Park den Sonnenuntergang genossen. Im Gegensatz zu anderen Wolken schien diese Wolke fast greifbar zu sein, was das Interesse der Menschen an ihrer Herkunft weckte. Einige spekulierten, dass sie von Menschen geschaffen worden sein könnte, während andere daraus schlossen, dass ihre Dicke auf einen bevorstehenden Regenguss hindeutete. Die Familie war verblüfft über die ungewöhnliche Wolkenstruktur, die die Natur zu einer besonderen Zeit am Himmel geschaffen hatte. Im Jahr 2020 nahm der friedliche Tag einer Familie am Okanagan Lake in Kanada eine ungewöhnliche Wendung. Ein riesiges, langes Objekt, das sanft im Wasser schwamm, wurde unerwartet auf Video festgehalten, während die Familie die atemberaubende Landschaft bewunderte. Es schien das sagenumwobene Seeungeheuer Ogopogo zu sein, von dem die Einheimischen ständig sprechen. Die Person hinter der Kamera teilte das Filmmaterial als Beweis für die Existenz von Ogopogo, da die Familie das große Objekt im See anscheinend nicht bemerkte. Diese intime Begegnung mit dem rätselhaften Wesen warf neue Fragen zur Existenz des sagenumwobenen Tieres auf und veranlasste einige zu der Frage, ob Ogopogo tatsächlich im Okanagan-See lebt. Das Filmmaterial, das einen einzigartigen Einblick in Ogopogo bot, weckte die Neugier der Menschen noch mehr und hüllte die kanadischen Meere in eine geheimnisvolle Aura. Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Reise. Was halten Sie von diesen Entdeckungen? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit. Es liegen noch viele weitere spannende Reisen vor uns, also abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie keine unserer Reisen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir melden uns bald wieder. Auf Wiedersehen.